So, ich bin wieder mal mit zwei Hundis unterwegs. Einmal mit dem Pauli und einmal mit dem Pronto. Wir machen jetzt hier mal eine kleine Pause. Und in der Sonne. Pauli? Sag mal hallo. Pauli? Ja. Ja. Das ist immer einzufangen, die zwei Hunde hier. Das ist gar nicht so einfach. Das ist so spannend, ne? Stöckchen knabbern, ne? Am besten beide an einem. Ja, fein. So, okay. Ein Waldflock. Ich guck mal, ihr seht hier den blauen Himmel. Ist das nicht mega? Mega sensationell. Ich gehe mal hier rum. Wie dumm. Es ist so schön. Also hier blüht natürlich noch nichts. Aber ist ja klar, wir haben ja erst Februar. Aber ich habe mich schon ausgezogen. Also der Mantel, der ist hier drum, seht ihr, um meine Hüften geschwungen. Und oh, ich bin so happy. Ich weiß nicht, wenn ich im Wald in der Natur bin, bin ich einfach nur happy. Diese Luft, gerade im Taunus, das ist ja... Ja, die beiden, ich habe jetzt gerade mal die Hunde meiner Freundin geholt. Die hat ein bisschen viel Stress um die Ohren. Und dann habe ich gesagt, okay, bevor ich alleine spazieren gehe, nehme ich die Hunde und gehe mit denen eine Runde. So, ich habe mit dem Makler heute Morgen telefoniert. Aber ihr müsst nicht denken, dass ich jetzt eine Antwort habe. Ne? Das ist nach wie vor, sitze ich auf dem brodelnden Vulkan. Also der Herr Vermieter lässt sich anscheinend echt Zeit. Nun gut, hat ja viel Auswahl. Er muss ja viel gucken, ne? Er muss ja viel... Also gucken, was er da, wen er sich da ins Haus holt. Ne? Ich habe den nochmal inständig gebeten, dass er bitte viele liebe, gute Worte für mich verwenden soll. Aber das Ding ist, es gibt ja dieses andere Gesetz, dass nicht mehr der Mieter zahlt, sondern der Vermieter zahlt selbst die Maklerquotage. Deswegen kann auch so ein Makler gar nichts bewirken, weder positiv noch negativ. Und ich habe irgendwie so ein gutes Gefühl. Ich glaube, das klappt. Ich bin mal optimistisch, ne? Und träume mal. Ich richte das im Geist natürlich auch alles schon ein. Und das ist nämlich eine richtig süße Wohnung mit Charme. Nicht einfach so eine quadratisch praktisch gut Playmobil-Wohnung. Richtig geil. Ja, so. Ich habe natürlich wieder keinen Handystab mit. Das heißt, ich habe gar keinen. Meiner ist ja kaputt. Also, ich werde mich jetzt mal auf den... Oh, guckt mal, seht ihr das mit der Sonne? Was für ein mega geiles Licht. Also. Ich werde mich jetzt mal gleich auf so einen bemoosten Baum setzen. Also so Ast, so Äste, umgefallene Bäume. Und werde einfach ein bisschen die Sonne genießen und die Stille genießen. Gut, das Rauschen der Autos hört man von unten auch, aber ist egal. Und die Flugzeuge natürlich auch. Aber man ist draußen und irgendwie habe ich kein schlechtes... Also ich habe irgendwie bei dem Wetter ein schlechtes Gewissen, wenn ich nicht rausgehe. Ne? Ich kann das, aber ich kann auch rausgehen, ich kann mir meine Zeit einteilen. Das ist natürlich noch der Vorteil, das kann ja nicht jeder. Also sollte ich mal nicht so angeben hier, ne, dass hier jeder rausgehen sollte. Gut, vielleicht hänge ich noch einen anderen Vlog hinterher, aber ich wollte das erstmal festhalten, aus dem Grünen mit meinen beiden süßen Hundis hier. So, der kotzt jetzt gerade an, der hat sich nur verschluckt. Okay, also bis dann erstmal, ja?